Reaktionsblitz. In dieser Übung trainieren wir Standtricks, das seitliche 1 gegen 1 und die Reaktionsfähigkeit der Kinder. Dazu benötigen wir ein Spielfeld von ca. 25 Metern Länge und ca. 25 Metern Breite, ein E-Jugendtor und zwei kleine Kontertore. Zwischen die beiden Kontertore stellen wir zwei Hütchen auf. Die ersten beiden Spieler führen um das Hütchen die Kombination ziehen zurück, ziehen Fußwechsel durch und müssen dabei möglichst eng am Hütchen bleiben. Der Trainer ruft zu einem unbestimmten Zeitpunkt die Leibchenfarbe oder den Namen eines der beiden Spieler. Nun darf der aufgerufene Spieler Richtung E-Jugendtor ziehen und versucht schnellstmöglich ein Tor zu erzielen. Der andere Spieler versucht dies zu verhindern, indem er den Ball stiehlt und versucht selbst ein Tor auf die beiden Kontertore zu erzielen. Das Spiel geht so lange, bis ein Tor erzielt wurde oder der Ball im Seitenaus landet. Variante. Und nun führen die Spieler die Kombination ziehen vorlegen, ziehen zurück mit rechts, ziehen vorlegen, ziehen zurück mit links durch. Der Trainer schmeißt nun den Ball hoch über einen der beiden Spieler. Wer den Ball zuerst hat, der darf auf das E-Jugendtor angreifen, der andere wird zum Verteidiger.